Kriegsende. Der 6er auf in den 80er Jahren noch in Betrieb gewesen. Das wurde von den Italienern gebaut. Die Italiener, die waren logisch kurz vor dem Ausbruch des Krieges, 31 Jahre lang, hatten logisch besetzt. Ab 1912 bis 1914 waren die Italiener in Gewinnung und haben viele Baumaßnahmen getroffen. Wir waren wie manche der Bauten. Aus der Ära die Italiener gleich kann man gleich am besten sehen, also über die Regierung. Und die waren natürlich noch benutzt. Und das Kraftwerk ist auch schon damals instand gebaut. Aber leider sind es heute so vergammelt aus. Ja, auch das Gebäude gleich links, ein weiteres Gebäude aus der neuen Zeit. Also bald wird das auch abgerissen. Aber das sind solche Gebäude, solche Bauten aus den frühen Zeiten, Zeugen der Geschichte von Ordens, die auch vor uns, wir fahren gleich vorbei, der Schlachthof, einmal hier gewesen, ein weiteres Gebäude aus der italienischen Besatzungszeit. Wir hatten ja unheimlich viele bekannte Architekten aus Italien schon in den 20er, 30er Jahren nach uns eingeladen. Und viele Bauprojekte, wie auch in Somalien, in Abyssinien, in Libyen, in Italien, im Ort. Und jetzt vor uns der Akandia Hafen, wie auch der Handelshafen, der Matradi Hafen, existiert auch hier seit der Zeit des Altertums. Robes hatte vor 2400 Jahren den Gegenstand zu heute schon damals diese fünf ewige Hafen. Drei von denen, wir haben sie vor kurzem erwähnt, man reicht den Hafen, wenn wir gleich anfahren werden. Anders Hafen und der Gang der Hafen existiert immer noch, also die Leute sind immer noch drauf, auf diese Hefe, aus der Blick eingewiesen sein, inzwischen alle drei sind auch ausgebaut worden. Und hier liegt auch nämlich die Fähre an, die Rhodos mit Piräus verbindet. Piräus ist der größte Hafen Griechenlands. Am Rad bis dahin von Rhodos aus mindestens 13 Stunden. Und links eine Grünanlage. Sie wurde auch in den 20er Jahren von den Italienern hier angelegt. Aber solange noch alles hier los Osmani war, 390 Jahre lang, auch die Osmani los besetzt, bleibt nichts da, das ist Telefon, die Jüte, die bei uns lebt, begraben. Also hier gab es einmal den Friedhof der Jüte. Ein Zufall von Robus den Leuten ursprünglich kurz noch vor dem Krieg als kleines Jerusalem gestanden war. Man spricht von etwa 3000 Juden. In Robes lebten, die stammten alle aus Spanien. Die hatten an sich die Kultur, das Leben, die Geschichte von Robes überhaupt im Norden, die Juden, in der damaligen Zeit prägt die Einflüsse. Sie wohnten hier in der Nähe des Hafens. Und von hier aus konnten sie auch im Westen den Verkehr auch kontrollieren. Sie waren ja die meisten von denen, das kennen sie auch, die Holzlage weltweit, hervorragend, also tüchtige Kaufleute gewesen. Sie wollten die Ostteil der Burg gleich links, in der Burg aber alle zusammen isoliert, in ihrem Ghetto. Und von da aus konnten sie, wie gesagt, am besten den Verkehr gegen den Hafen kontrollieren. Und der ist der Handelshafen. Wir legen auch im Sommer fast täglich für die Woche die großen Kreuzfahrtschiffe an. Und ist die Asta von Robles, eine einmalige, eine mächtige Festung immer gewesen. Die was verlassen worden, bleibt immer noch bewohnt. Da wohnen 3000. Aber früher, wird es auch erzählt, zu den Zeiten der Osmanen, die auch während der Zeit der Kreuzritter, solange auch die Kreuzritter hier gewesen waren, 32 Jahre lang, wohnten in dieser Burg mehr oder weniger 5000 und heutzutage nicht wieder. Hätte man 3000. Auf jeden Fall ist die bis heute, Gott sei Dank, nicht verlassen worden. Hier bleibt heute noch lebendig bewohnt. Ein hervorragendes Exemplar, eine Burg aus der früheren Zeit.
Da kann man sehr, sehr gut wieder die Bauten aus Trabant gezeigt, getreut, immer noch, heute noch. Mit Kunden. Aber davor. Jetzt fahren wir vorbei, du bist neben, wir steigen wieder ein. Aber kurz vor hier sagt es auch, nach der Freizeit trifft man sich am Platz im Museum. Wo genau, das kriegen Sie von mir ganz genau gezeigt. Ganz zu Fuß gemeinsam kommen wir alle hierher, steigen wir um 13.30 Uhr um 1:30 Uhr ein. Vor hier trifft man sich am Platz im Museum. Und gemeinsam kommen wir hierher. Der Platz heißt der Kolonna. Kolonna, so, der Säule. Er stand auf dem Rücken auf dem Markt. Also, das zeigt eine Säule. Aus der römischen Zeit eine Säule. Die gibt es heute nicht mehr. Und das ist der Grund, warum auf dem Platz hier auch im Roll auf der rechten Seite bis heute unter den Einheimischen so bekannt bleibt. Kolonna, die Kolonie. Und gleich links, wenn man hier schaut, kommt manche Reste aus der Zeit des Altertumsbrücke auf der linken Seite. Die beweisen auch jetzt, dass diese Brücke noch nicht da drauf auf dem Grundmauer, auf den Resten der linken Zeit errichtet worden ist. Und das war das Heiligtum der Provinke. Und jetzt bitte fahren wir den nächsten Hafen auch an. Das ist der Mandreichenhafen, der kleine Hafen des Altertums auf der heutigen Zeit. Und vor uns eine Reihe von Bauten, sehr erkennbar, von wem alles gebaut worden ist. Die Italiener, die bauten in allen Kolonien, wo sie gewesen waren, in Afrika, wie gesagt, auch bei uns, immer einfach und streng wurde alles gebaut. Also das fällt sofort auf, der Baustil, die Bauart, gleich nichts. Zum Beispiel weiß angestrengt ist der Neumarkt von Norwegen. Ein Bauwerk aus den 20er Jahren. Novo Mercado hat es geheißen. Alle Bauten trugen alle Netze auf, alle Straßen, die trugen von der italienischen Besatzungszeit einen italienischen Namen. Novo Mercado, Neumarkt. Und hier haben wir dann gehabt, wurden im Mai des Jahres 1920 die Italiener mit einem großen Einnahmen von den Einheimischen. Als Befreier aufgenommen. Man fragt sich, warum als Befreier? Weil klar, Rom 390 Jahre lang, sagt es auch nicht, von den Romanen besetzt war. Gleich links, griechische Bank dann die Italien einmal hier gewesen. Und auf der rechten Seite die Mole des Heiligen Nikolaus. Und drauf auf der Mole die drei Mühlen. Und an die Spitze der Mole kommt auch der Leuchtturm vor. Das ist ein Bauwerk aus den Zeiten der Kreuz. Wir haben ja auch eine Spur auf die Hochlieder auf Kreuz überlassen, 213 Jahre hier gewesen. Und links, einfach, streng, ist es gebaut worden, dieses Gebäude, Justizpalast. Und links, mal links, weitere Bauten kommen jetzt vor, die Hafenpolizei an der Ecke. Das war einmal das Chaos der Faschisten, Italiener gewesen. Hier trafen sich Mitglieder des Faschismus auch zusammen. Poststadt links und auf der rechten Seite. Wir steigen am besten hier aus, jawohl. Okay, schön. Also wir steigen hier aus. Wir machen eine 10-minütige Fotopause und dann steigen wir wieder hier ein. Ein- und aussteigen. Thank you.
Ja. Ich mag es alle. Morgenmäßiges Kleid. Doch, der Elfer König. Am liebsten wird schon immer so geil. Ich hoffe, der Elfer König, der war mal wirklich auf dem Wort, die sind auch